Ja, vielen Dank, Frau Bröttling. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Tagung und ich freue mich sehr, dass Sie hier erschienen sind, dass ich die Ehre habe, diese Tagung zu eröffnen. Ich freue mich über das große Interesse, denn ich finde, so für diese Jahreszeit, für diese Tageszeit, Anmeldungen aus über 80 Schulen, über 30 Musikschulen, dann zu noch Jugendämter, Stadtverwaltung und dergleichen, das ist ein beachtliches Signal für das Interesse an dem Thema Kooperation zwischen Musikschule und Schule. Und dieses, noch lauter? Ja, jetzt geht's besser. Ja. Jetzt gibt es aber einen gewissen Hall, glaube ich. Das ist ein erfreuliches Signal. Erfreulich vor allen Dingen aus meiner Sicht deshalb, weil es zeigt, wie viel Wertschätzung der Bereich kulturelle Bildung inzwischen auch bei Ihnen, bei den Praktikern, bei denjenigen, die mit Kindern arbeiten, genießt. In der Bildungspolitik ist ein offenes Wort durch die bildungspolitischen Schlagzeilen, die man immer wieder mal hat, und die Debatten nach internationalen Schulleistungsstudien sind andere Fächer, die natürlich nach wie vor wichtig sind, die Kernkompetenzen fördern, sehr viel stärker in ein öffentliches, bildungspolitisches, mediales Interesse gerückt. Und da ist es eben besonders wichtig und besonders notwendig, den Wert musikalischer Bildung, kultureller Bildung immer wieder hochzuhalten. Und die Tatsache, dass diese Partnerschaft jetzt hier geschlossen wird, ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein dafür. Wie ich an Ihrem Interesse sehen kann, rennen wir damit offene Türen ein. Wobei es natürlich nicht nur darauf ankommt, Sie, die Sie hierher gekommen sind, zu gewinnen, sondern auch viele andere dabei noch zu gewinnen. Und die Voraussetzungen sind aus meiner Sicht dafür ganz gut. Ich glaube, dass dieses Feld musikalische Bildung, kulturelle Bildung ganz hervorragend geeignet ist aus Sicht von Schule. Und als solcher möchte ich jetzt hier zunächst mal sprechen, Effekte zu erzielen, die über den eigentlichen Wert musikalischer, kultureller Bildung sogar noch hinausgehen. Es ist eben ein Bereich, der in besonderem Maße geeignet ist, ganzheitliches Lernen zu fördern. Ansätze also zu finden, sei es in Projekten, sei es in Arten und Weisen, wie man sich dem Thema nähert, die dazu beitragen können, Kindern und Jugendlichen Lernerfolge zu vermitteln, neue Zugänge zu Stoffen, Lernstoffen zu vermitteln, die sie sonst so vielleicht gar nicht hätten. Also über den eigentlichen Bereich der musikalischen Bildung hinaus, sei es dadurch, dass man im Bereich von Theater und Musiktheater, sei es dabei, dass man im Bereich von Ansätzen zwischen Musik und Physik oder Musik und Biologie, wenn es um die Stimme geht, um Stimmbänder geht, Ansätze findet, Stoffe, Lerninhalte, Kompetenzen auch in anderen Bereichen zu fördern, die also durch diese Vernetzung, durch diese Kooperation, durch die fächerübergreifendes, ganzheitliches Lernen befördert. Und ich glaube, da hat kulturelle Bildung auch einen ganz wesentlichen Beitrag, der über ihren eigenen Auftrag sogar noch hinausgehen kann, dadurch, dass auf die Art und Weise Kindern und Jugendlichen Zugänge eröffnet werden können und sich neue Lernfortschritte in anderen Bereichen ebenfalls eröffnen können. Verstehen Sie mich nicht falsch, sicherlich ist kulturelle Bildung kein Dienstleister an dieser Stelle für andere Fächer, aber es ist eben ein wesentlicher Impuls, der auch zur Unterrichtsentwicklung beitragen kann und der eben auf die Art und Weise auch aus meiner Sicht einen Beitrag leisten kann, Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit zu fördern mit Blick auf Schülerinnen und Schülern, die über diesen Weg auch Zugänge zu anderen Bereichen eröffnet werden können. Es ist gut, dass diese Kooperation, dass diese Bildungspartnerschaft geschlossen wird. Ich glaube, alle Seiten haben davon hervorragende Vorteile oder können davon hervorragende Vorteile haben. Es gibt ganz viele Kooperationen bereits jetzt. Dadurch ist nicht erst diese Bildungspartnerschaft von notwendig, sondern Sie wissen, es gibt Großprojekte wie JEKI, jedem Kind ein Instrument. Es gibt viele verschiedene Ansätze zwischen der Kooperation von Musikschulen und Schulen schon heute, ob das Projekte örtlicher, regionaler Art wie JEKIS, also jedem Kind seine Stimme, in Münster oder in Neuss sind, oder ob es andere Dinge sind, die vor Ort gestaltet werden. Wenn ich das richtig sehe, werden Sie in den Workshops heute Nachmittag durchaus die Gelegenheit haben, das eine oder andere davon kennenzulernen. Das ist sehr begrüßenswert. Nicht alles muss mit dem gleichen Konzept über das ganze Land ausgebreitet werden. Insofern ist es sicherlich sehr sinnvoll, regionale Impulse aufzunehmen und umzusetzen. Es ist gut, dass hier diese Partnerschaften da sind. Der Vorteil ist natürlich nicht nur auf der schulischen Seite, sondern auch auf der musikschulischen Seite.
Denn die Schule ist eben der Ort, in dem die Kinder alle da sind und in zunehmendem Maße durch den Ausbau von Ganztagsschulen auch länger zeitlich gebunden sind im Laufe eines Tages. Wir wollen als Schulministerium einen Ganztag in den Schulen, der über den Unterricht hinausgeht. Und deshalb ist es in ganz besonderem Maße wichtig, dass dieser Ganztag auch Optionen öffnet, Partner in die Schulen zu holen. Natürlich nicht nur für Ganztagsschulen, das gilt auch für Halbtagsschulen, aber der Ganztag hat dazu nochmal besondere Möglichkeiten. In der Sekundarstufe 1 sind wir mit dem Aufbau der Ganztagsschulen, wenn man mal von den Gesamtschulen absieht und von Hauptschulen absieht, in vielen Punkten noch in den Kinderschuhen. Das heißt, wir haben zwar eine nennenswerte Zahl von Ganztagsschulen inzwischen auch bei den Gymnasien und Realschulen, aber die meisten davon sind im Aufbau, das heißt Klasse 5, Klasse 6 sind Ganztagszüge oder Ganztagsjahrgänge. In den anderen Jahrgängen ist das noch nicht so. Aus meiner Sicht ist erst dann, wenn eine Schule wirklich mal komplett im Ganztag ist, das Potenzial, was ein solcher Ganztag bietet, wirklich auszuschöpfen. Sie wissen, es gibt Kapitalisierungsmöglichkeiten und diese Möglichkeit eröffnet eben auch die Chance, Partner einzubinden. Dafür ein ganz offenes Wort meinerseits. Partner einbinden heißt dabei eben auch, den Partner ernst nehmen, ihn mit seinem eigenen Auftrag, mit seinem eigenen Ansatz ernst nehmen. Es heißt auch ein Stück abgeben dabei, sich auf Partnerschaftlichkeit einlassen. Ich glaube aber, dass es für beide Seiten ein Gewinn ist, wenn man so vorgeht. Und ich glaube, dass das eben auch dazu beitragen kann, Schule für Kinder und Jugendliche attraktiver zu machen und dazu beitragen kann, dass Schule ihren Bildungsauftrag, der ein zunehmend ganzheitlicher und immer wichtigerer wird, wahrzunehmen in einer modernen, in einer zeitangemessenen Form. Ich kann Sie nur ermuntern, auf diese Partnerschaften einzugehen. Ich hoffe, dass von dieser Tagung auch ein Impuls ausgeht, dass Sie vieles mitnehmen, dass Sie in Ihren jeweiligen Rollen in der Lage sind, diesen Impuls auch weiterzugeben an andere Schulen, an den Kontexten, in denen Sie sind, die Idee der Partnerschaft zwischen Schule und Musikschule, zwischen Schule und kultureller Bildung weiterzutreiben. Sie wissen, es gibt ganz verschiedene Ansätze. Die Arbeitsstelle Kulturelle Bildung beispielsweise, die in Remscheid gegründet worden ist, auch zusammen mit Partnern der kommunalen Spitzenverbände, der Landesregierung, ist ihrerseits daran interessiert, den Impuls zur Vernetzung zu ermöglichen. Das heißt, sie versucht, schauen Sie sich die Homepage der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung ruhig mal an, Impulse zu geben, wo welche Initiativen schon vor Ort da sind, sodass man voneinander lernen kann, dass man Ideen aufgreifen kann, adaptieren kann, umsetzen kann und somit dem Wert der kulturellen Bildung im Kontext schulischer Bildung einen höheren Stellenwert beizumessen und dabei der musikalischen Bildung natürlich in ganz besonderem Maße. Ich wünsche der Tagung viel Erfolg, bedanke mich bei Ihnen und hoffe, dass von dieser Tagung viele Impulse ausgehen. Recht herzlichen Dank.